Ich bringe heute zusammen mit euch mein über 10 Jahre lang gesammeltes Kupfergeld zur Bank. Mal sehen, wie viel es sein wird. Als erstes musste ich irgendwie meine Spardose aufkriegen. Ich wollte sie gar nicht kaputt machen. Naja, hat dann irgendwie geklappt. Da war sie leer. Da fehlte nämlich eine Aufnahme. Hier seht ihr, wie viel Kleingeld das war. Also es ist fast nur Kupfergeld. Und ja, gewogen haben wir es auch. Es waren 13 Kilo. Ihr könnt ja jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr vermutet, wie viel Geld das sein wird. Und jetzt zeige ich euch, wie das Geld eingezahlt worden ist. Ich habe das Geld bei der Sparkasse kostenfrei einzahlen können. Ihr müsst einfach mal schauen, wo das bei euch in der Nähe funktioniert und wo es so einen Automaten gibt. Die Automaten sind nur während der Öffnungszeiten an, zumindest bei mir in der Filiale. Es war richtig spannend, denn es hat einige Minuten gebraucht, bis wir das komplette Geld eingezahlt haben. Ja, und schlussendlich waren es dann über 150 Euro, genau genommen 162,20 Euro. Und das sind für diesen Monat meine zusätzlichen Einnahmen, mit denen spiele ich Sparspiele.